Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie man deutlich erkennen kann, dass die Journalisten von Spiegel Online und Welt mittlerweile ziemlich genau wissen, dass es sehr wahrscheinlich keinen Treibhauseffekt gibt. In den Artikeln um die Jahreswende ist auffällig, dass sie das Wort Treibhauseffekt nicht mehr in den Mund nehmen. Immer ist nur noch die Rede von Klimawandel. Jetzt kann man sich fragen, warum lügen sie nicht einfach direkt, es passiert ihnen ja nichts. Irgendwie ist es anscheinend so, dass diese Leute nicht direkt lügen wollen. Sie wollen nicht konkret damit in Verbindung gebracht werden können später. Das ist mir schon an mehreren Stellen aufgefallen. Sie wollen immer einen Falscheindruck erwecken. Sie wollen täuschen, ohne zu lügen. Und wenn dann die Leute sagen, ja, du hast doch das und das berichtet, das hast du mir doch gesagt, dann sagt er, nee, ich habe das nicht gesagt, ich habe was ganz anderes gesagt. Du hast es falsch verstanden, ich habe nur das und das gesagt. Wenn du das so und so verstehst, dann ist es ja deine Schuld. Hier ist nun auffällig, dass Treibhauseffekt, was ja die eigentliche Ursache ist, was ja der Kernpunkt der ganzen Klimadiskussion ist, ist ja der menschengemachte CO2-Treibhauseffekt, der die Erderwärmung ja angeblich in Gang bringen soll. Das ist der Kernpunkt. Und dieser Punkt, diese Kernvokabel, wird seit ein paar Monaten immer seltener benutzt. Und auffälligerweise jetzt zur Jahreswende gar nicht mehr benutzt. Hier ein paar Beispiele. Gesellschaftliche Debatte über Umweltschutz. 2019 hat sich das Klima gewandelt. In diesem Jahr ist der Klimawandel in Deutschland zum bestimmenden Thema geworden. Zu Recht. Der Kampf für unsere Zukunft wird auch die kommenden Jahre bestimmen. Groß Panik gemacht. Treibhauseffekt kommt im Titel nicht vor. Aber wir sehen ein Bild mit Flammen. Also eine große Stimmungsmache. Da müsste doch jetzt normalerweise kommen, Treibhauseffekt. Der schlimme Treibhauseffekt. Nächstes Beispiel. Die Erwärmung unserer Erde ist real. Sie ist bedrohlich. In ihrer Neujahrsansprache schaut Kanzlerin Merkel mit Zuversicht in das neue Jahrzehnt, betont aber auch die Notwendigkeit, sich dem Klimawandel zu stellen. Und auch eine weitere Herausforderung spricht sie an. Dann der nächste Artikel. Die Folgen des Klimawandels für die Ernährung kommender Generationen. Milliarden Menschen könnten durch die Erderwärmung verhungern, warnen Klimaaktivisten. Auch renommierte Forscher stellen düstere Prognosen. Studien zu dem Thema liefern allerdings überraschende Erkenntnisse. Bei Welt ist es so, dass sie teilweise beim Klimathema umschwenken. Ich habe dazu schon ein Video gemacht. Vor allem Stefan Aust positioniert sich mittlerweile kritisch. Bei Welt sind mittlerweile Artikel zu lesen, die das Ganze in Frage stellen. Das machen sie aber eher auf die leise Art. Weiterhin gibt es aber auch noch viele alarmistische Artikel. Das Trickreiche beim Begriff Klimawandel ist, dass er irreführend ist. Weil einen Klimawandel gibt es, gab es ja immer. Der Mensch, der Zuschauer, denkt natürlich immer an den CO2-Treibhauseffekt, wenn er Klimawandel hört. Er ist ja indoktriniert. Klar, Menschen, der Klimawandel, das Klima war früher immer gleich, siehe Hockeyschlägerkurve. Und durch den Mensch, durch den CO2-Treibhauseffekt gibt es jetzt einen Klimawandel. Diese Journalisten wissen aber natürlich ganz genau, es gab und gibt immer einen Klimawandel. Und wenn sie jetzt schreiben Klimawandel, kann man sie dafür nicht direkt haftbar machen. Sie wollen eben täuschen. Sie wollen nicht direkt lügen. Wahrscheinlich aus persönlichen Gründen. Sie wissen ja nicht genau, was in ein paar Jahren los sein wird und wenn sie dann später haftbar gemacht werden, ja, du hast dir das und das gesagt, das möchten sie vermeiden. Aber wir passen auf und konfrontieren sie schon jetzt damit. Und dann haben sie jetzt schon ein Problem. Hier noch ein weiteres Beispiel. Steigende Temperaturen. Klimawandel erstmals täglich im weltweiten Wetter nachweisbar. Schweizer Forscher haben im weltweiten Wetter Signale des Klimawandels ausgemacht. Für jeden einzelnen Tag seit 2012. Das ist natürlich völlige Verdummung, weil es, wie gesagt, überhaupt keinen Dissens darüber gibt, dass es einen Klimawandel gibt. Dieser Dissens, das ist eben auch wieder Täuschung, der wird künstlich konstruiert. Niemand bestreitet einen Klimawandel. Sie insinuieren aber, dass es Leute gibt, die einen Klimawandel bestreiten. Doch diese Leute gibt es überhaupt nicht. Sie probieren wieder eine Verknüpfung herzustellen mit CO2-Treibhauseffekt und Klimawandel, als wäre es das Gleiche. Die Leute sollen glauben, das ist das Gleiche, aber in Wahrheit ist es gar nicht das Gleiche.
Ein weiteres Beispiel. Internationaler Bericht, wie der Klimawandel krank macht. Wenn sich das Klima verändert, beeinflusst das die Gesundheit der Menschen weltweit auf vielfältige Weise. Wie sich steigende Temperaturen und Gegenmaßnahmen auswirken, haben Forscher jetzt veröffentlicht. Auch hier wieder nur Klimawandel, steigende Temperaturen. Darüber gibt es keinen Dissens, dass es einen Klimawandel gibt und dass die Temperaturen steigen. Sie lassen aus, wie stark die Temperaturen steigen. Sie lassen eigentlich alles aus, was sie irgendwie angreifbar macht. Aber gleichzeitig hat der Artikel einen alarmistischen Charakter. Und sie machen hier eben sehr wohl bewusst Stimmung und dafür machen wir sie auch haftbar. Dann hier noch ein Beispiel für Panikmache, ohne dass sie dabei den Treibhauseffekt benennen. Hier sieht man eine Animation, wie Deutschland überflutet werden soll. Und das ist schon übelste Propaganda, weil solche Prognosen völlig unseriös sind, sich überhaupt nicht, das rein aus der Luft gegriffen ist. Solche Prognosen sind nicht machbar, die Modelle versagen auf ganzer Linie. Es hängt ja auch nicht nur von den Temperaturen ab, weil wenn es an den Polen viel schneit, dann entsteht auch Eis bei nicht so hohen Temperaturen. Das heißt, wie die Eisentwicklung ist, hängt mit den Temperaturen nicht unbedingt nur direkt zusammen. Also das ist ungeklärt, wie sich das Eis in Zukunft entwickelt. Und sie machen hier Panikmache, aber das ist die Zukunft. Das ist überhaupt das Trickreiche bei den ganzen Modellen. Weshalb sie das auch in der Vergangenheit gemacht haben. Diese Modelle, das ist immer viele Jahre in der Zukunft. Und wenn dann erstmal 10 Jahre vergangen sind, dann haben sie ihre Karriere gemacht, dann haben sie ihre Schafe im Trockenen, wie man so schön sagt. Und dann hat man sich eben geirrt, dann war irgendein Parameter falsch und dann ist das Ganze sowieso schon vergessen. Das ist ja 10 Jahre her. Ja, hier zeigt sich einmal wieder, wie wenig man den Medien trauen kann, wie sie einen systematisch probieren zu täuschen. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, besonders kritisch zu sein, indem ich erstmal das Gegenteil annehme von der Schlussfolgerung, die sie einem auftischen wollen. Also auch diese ganze Berichterstattung mit dem Iran, mit diesem General, da ist jetzt die Welt, die freut sich jetzt so darüber, dass dieser General hingerichtet wurde. Das lässt mich schon wieder kritisch stimmen, obwohl ich mich da jetzt überhaupt nicht auskenne. Aber da denke ich, da muss man auch wieder, wenn die Welt sich freut, dann ist das kein gutes Zeichen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt. Macht's gut.